Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Federschmuck von Alistvos anzunehmen bei Nishera, die Gartenbewahrerin in der Flachnöde. In diesem Gebiet, die patrouilliert hier auf dem Weg. Auf der Minimap erkennt man den Weg. Vorquest war Kreislauf des Lebens. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in VOTLK Classic. Nun darf man hier hinüberschwimmen, wenn man die Quest hier angenommen hat. Ansonsten muss man zu dieser Position hinlaufen. Und hier angekommen, Moment, hier war auch die Map, muss man das Quest-Item nutzen, was man mitbekommen hat. Himmels Klauen Flaum. Ist auch im Inventar zu finden, kann man von da aus auch benutzen. Ich werde den Gegner jetzt mit einem Schlag töten. Wenn ihr die Quest beim Leveln in VOTLK Classic macht, müsst ihr ganz normal gegen ihn kämpfen. Ich glaube, der kann nichts Besonderes. Falls doch, könnt ihr es gerne in die Kommentare posten. Sobald tot, müsst ihr ihn looten, denn ihr braucht das Quest-Item. Und dann ist die Quest auch schon bereit zur Abgabe. Je nachdem, wo der NPC steht, müsst ihr woanders hinlaufen. Eventuell steht er an der gleichen Position, wo ihr die Quest angenommen habt. Was führt euch hier? Quest ist abzugeben bei Nishera, die Gartenbewahrerin, in der Drachenöde, in diesem Gebiet. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!